Bildung ist der Treibstoff Deutschlands. Das gesamte deutsche Wirtschaftssystem basiert auf Bildung. Aus ihr entstand das Land der Dichter und Denker. Das Bildungsangebot wird immer größer, doch mehr als 25% der Studenten brechen ihr Studium ab. Wie soll die Universität Mainz diese Problematik lösen? Jeder Student findet auf seine Art durch das Studium. Bisher sitzen alle in einer einmaligen und originären Vorlesung nach dem Schema One Size Fits All. Doch Verstehen gelingt nur, wenn es dem Menschen entspricht, ob auditiv, visuell oder kommunikativ. Ein Streaming-Portal würde jedem Lerntypen zugutekommen. Alle Studenten haben Zugriff auf alle Vorlesungen. Über die Suchfunktion lassen sich präzise Vorlesungen und Seminare suchen. Die Benutzeroberfläche ermöglicht den Zugriff auf verwandte Veranstaltungen. Mit einem Klick werden die Videos der Download-Warteschlange hinzugefügt. Diese lassen sich dann auf mobile Geräte ziehen und jederzeit und überall abspielen. Doch Streaming ersetzt nicht die Vorlesungen, Streaming komplementiert die Vorlesungen. Einmalige Vorlesungen können so beliebig oft wiederholt werden. Handschriftliche Notizen werden optional. Und die Nachbearbeitung kann viel genauer erfolgen. User-Informationen wie Klicks und Likes können verwendet werden, um das Angebot zu verbessern, aber auch die Vorlesungen selbst. Studenten wollen lernen. Und die Professoren haben mehr Zeit für gezieltere Bildungsangebote und ihre eigene wissenschaftliche Arbeit. Auch der Campus muss sich verändern, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Google ist das Vorbild. Die Angestellten sind darum besorgt, dass der Arbeitsplatz zum Lebensraum wird. Effektiv genutzte Studienzeit wird bisher unterbrochen durch Pausen, Einkaufen und Lebenshaltung. Die Öffnung des Campus für organisierte Dienstleistungen hilft dem Studium durch kürzere Wege und weniger Zeitverlust. Wir leben in einer globalen Gesellschaft. Die Flüchtlingsströme stellen Deutschland vor neue Herausforderungen und bieten doch eine große Chance. Denn mit sinkenden Geburtenraten müssen die gesellschaftlichen Aufgaben in Zukunft von einer älter werdenden Bevölkerung übernommen werden. Daher müssen wir das akademische Potenzial der Flüchtlinge entfalten, das insbesondere bei intellektuellen Flüchtlingen ohne Deutschkenntnisse oder Papiere ungenutzt brach liegt. Die Universität Mainz kann sich zu einem Zentrum der Integration entwickeln und der Austausch mit anderen Studenten unterstützt den Abbau von Ressentiments. Zielgerichtet organisierte Deutschkurse bilden dafür den Grundstein. Universitäre Weiterbildung und Examina eröffnen den Flüchtlingen den deutschen Arbeitsmarkt. Das könnte der Beitrag einer zukunftsfähigen Universität Mainz sein. Für die Welt von morgen.